Servus meine lieben Freunde und ein Hoppla. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Schlossbergmel. Und wir sind gerade wieder am See. Was machen wir hier? Weizen, okay. Interessant. Ja. Ich würde sagen, dann sehen wir mal weiter, ne? Nicht? Sehen ist nämlich schön. Hammer, wartet kurz mal. Man kann man nicht richtig mit dem GPS-Mod fahren. Das ist nicht gut. Mit GPS-Fortfahren ist nämlich viel, viel einfacher. Aber man kann es nicht jedem recht machen, ne? Freunde. Ja, wir sind hier wieder zurück. Ich bin gerade hier am Sehen. Schön. Toll. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich da glaube ich schon beim letzten Mal gesagt, machen wir hier den Acker Weizen, damit wir den, sobald der 37er abgeerntet ist, wieder ernten können. Ne? Weil ich will auf den hier und auf den 26er machen wir Sojabohnen, damit wir dann den 37er dann wir nämlich häckseln, weil wir wahrscheinlich ein bisschen Verstärkung holen. Aber das sehen wir eh noch. So. Machen wir mal hier die nächste Spur. Ich meine, mit der Sämaschine, die ist echt toll. Mit der geht das so schnell. Ich weiß nicht warum. Und das ist zu schnell mit der. Ja, solange es geht, ist ja gut. Das geht schön. Schön toll. So. So, hier habe ich auch das Mod, den Mod, das Gewicht, aber ich glaube, den kenne ich schon. Habe ich das schon mal genauer gezeigt, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon, ja. Dass ich ihn genauer gezeigt habe. Auf jeden Fall, das Gewicht hält den Traktor schön mit dem Gewicht. Und der Sämaschine geht das schön. Ich glaube, da ist das noch kein Problem. Oh, lol. Ich glaube, das geht dann auch ohne Probleme hier. Ich versteht, was ich meine. So, und dann haben wir hier den Acker, wie man sieht, schon fertig. Sonst noch was? Okay. Schön, schön, gut, toll. Ja. So, dann haben wir diesen Acker schon fertig. Jetzt können wir jetzt schon 26er auffahren. Das ist natürlich fein. Brauchen wir eh gleich hier über den Kuhhof drüber oder über, besser gesagt, über den Stall. Boah, Alter, jetzt hat's mir aufgehoben jetzt. Wollte der Hund nicht so wie ich wollte, ne? Ah, ein bisschen schwerer könnte das Gewicht trotzdem sein. Aber ich glaube, halb so schlimm ist. Geht so auch. Ich bin da jetzt nicht so so zipperlegt, da geht das schon mit so einem Gewicht auf mir. Braucht man kein großes, ey, für was? So, dann machen wir mal hier Saatwechsel. Und zwar wollen wir Sojabohnen hier. Und dann sehen wir lieber mal schön Sojabohnen. Auf geht's. So. Aus irgendeinem Grund. Ja, ich bin einfach dumm, ne? Ich habe es wieder vergessen. Wegen GPS-Mod ist die Aufnahme ein paar Mal ausgewesen und ich habe das halt nicht gecheckt und ich weiß jetzt nicht, wie und was und wo. Ja, das sollte man halt wissen, ne? Wahrscheinlich hat jetzt locker 4 Minuten hier aufgenommen. Das ist halt scheiße, ne?
denke halt wieder überhaupt nicht mit. Es ist jetzt, ist es mal egal, ne? Es ist mir mal egal. Ich überleg gerade, wo ich die Ballen hinmachen kann. Aber ich glaube, wir stellen die Rüben auf die andere Seite. Oder wir stellen die hier hin. Das ist doch gut. So. Jetzt ist jetzt wieder toll. So, stellen wir hier. Machen wir jetzt mal die Ballen fertig und dann schauen wir noch mal zur Seemaschine und dann sehen wir eben, wie lang genug. Jetzt muss ich. Oh. Ne, Q, I. Z. So, jetzt haben wir's. Der fällt lustigerweise ohne Probleme. Es ist so klar gewesen. War überhaupt nicht zu sehen, dass jetzt alles ja Gott. Ach gut. Mal Pech gehabt. So, den da noch. Das sind 5 Ballen sogar. Das hat mir 13 Ballen. So. Dann holen wir mal den letzten dort. Wir haben doch noch irgendwo eine Wiese. Ah ja, 56 und 38 kann man noch. Genau, die wollte ich doch links machen. Grasballen. Lustigerweise, es gibt wirklich Unterschied zwischen Heu und Gras. Den gibt es wirklich. Aber gut, ne, das ist halt. Es gibt ja in echt auch das Heu, das Gras füttert man halt. Entweder macht man daraus Silage oder man füttert das gleich als ja, machen wir halt so und füttern das halt gleich, nachdem gemäht worden ist, so als Futter. Und man kann es halt sonst nur silieren. Das war's, was man halt mit dem Gras machen kann. Und mit dem anderen kann man halt, ja, ist Heu. Dann kann man Bein pressen oder irgendwas halt haben will. Auf jeden Fall würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.